Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial Wichtige Informationen zu Ihrer Messebeteiligung. Mein Name ist Bianca Stephan und ich darf Sie heute durch dieses Tutorial begleiten, indem wir uns den Themen Messegelände, Messevorbereitung, Besuchermarketing vor Messebeginn und während der Messe, der Messenachbereitung und den Informationsquellen für Sie widmen. Zu Beginn gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über das Messegelände in Nürnberg. Die Insights X belegt neu in diesem Jahr die Hallen 1, 2 und 3C, wie hier im Plan orange markiert. Der Haupteingang zur Messe ist der Eingang Mitte. Dort befindet sich auch die Messeleitung, wo meine Kollegen und ich Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung stehen. Falls Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, befindet sich die U-Bahn-Haltestelle der Linie 1 direkt gegenüber von Eingang Mitte. Dieses Jahr fahren Sie auch wieder während den Messentagen mit Ihrem Ausstellerausweis kostenfrei. Die Parkplätze für PKWs sind vor Ort ausgeschildert und ein Shuttlebus fährt durchgehend alle paar Minuten. An den ersten beiden Tagen findet parallel die ITSA statt, die ebenfalls den Eingang Mitte nutzt. Hier sehen Sie die Zutritts- bzw. Einlasszeiten für Sie als Aussteller. Falls Sie einen vorgezogenen Aufbau benötigen, ist dies zu Kosten in Höhe von 250 Euro und nach vorheriger Anmeldung per E-Mail bei Frau Lipfert möglich. Ansonsten beginnt der normale Aufbau ab Montag, den 7. Oktober, 7 Uhr. Ab 18 Uhr am Dienstag, den 8. Oktober, müssen die Gänge für die Reinigung freigehalten werden. Deswegen sind nur noch Dekorationsarbeiten am eigenen Stand ab dieser Uhrzeit möglich. Während der Messe können Sie als Aussteller täglich ab 7 Uhr vor Ort sein. Der Abbau beginnt dann am Samstag, den 12.10. ab 17 Uhr und läuft durchgehend bis Sonntag, 13.10. 22 Uhr. Die Ausstellerausweise werden nach Begleichung des Beteiligungspreises ab September verschickt. Dieses Jahr werden die Ausstellerausweise auch wieder während der Auf- und Abbauzeit gelten. Am Abend des ersten Messetags wird eine After-Hour-Veranstaltung stattfinden, zu der Sie herzlich eingeladen sind. Die After-Hour ist ein Event für Aussteller, Besucher und Journalisten. Nutzen Sie die Abendveranstaltung, um gemeinsam mit Ihren Kunden und Kollegen den Tag in entspannter Atmosphäre bei leckerem Essen, Drinks und Live-Musik ausklingen zu lassen. Bevor wir uns aber alle auf der Messe sehen, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und beschäftigen uns kurz mit Ihrer Messevorbereitung. Um Ihre Messebeteiligung besser planen zu können, haben wir für Sie auf unserer Webseite wichtige Termine und Deadlines unter der Rubrik Aussteller bereitgestellt. Somit behalten Sie den Überblick und verpassen keine Deadlines. In Ihrer Planung sind Sie sicherlich auch schon sehr vertraut mit unserem Online Service Center. Hier schauen wir uns das Online Service Center gemeinsam nochmal genauer an. Im Bereich Messestand, Technik und Services werden Sie sich wahrscheinlich öfter befinden, denn hier bestellen Sie wichtige Bestandteile wie Elektroversorgung, Wasser- und Abwasseranschlüsse und vieles mehr. Zu Insights X 2019 sind wieder die anfallenden Entsorgungskosten für Aussteller durch die Entsorgungspauschale für die Auf- und Abbau wie auch die Veranstaltungszeit abgegolten. 2 Euro netto je Quadratmeter Fläche. In der Pauschale nicht enthalten ist die Entsorgung von Produktionsabfällen und Messeständen. Neben der Planung Ihres Standes sollten Sie sich natürlich auch mit Ihrem Besuchermarketing beschäftigen, um das Beste aus Ihrem Messeauftritt rauszuholen. Die wichtigsten Services sind für Sie zusammengestellt worden und unter Wichtigste Services aufgeführt. Dort nehmen Sie bitte die Angaben zu Ihrem Standbauer vor, zur erleichterten Kontaktaufnahme mit Ihnen bzw. Ihrem Standbauer bei Rückfragen während der Auf- und Abbauzeit der Insights X. Unter Grundbedarf Messebeteiligung bieten wir Ihnen nicht nur eine Checkliste mit einer Übersicht der wichtigsten Services an, sondern auch die Navigation durch das Online Service Center, wo Sie die einzelnen empfohlenen Grundbedarfskomponenten buchen können. Der Mediashop von Neureuther Fair Media für Ihre Medieneintragung und vieles mehr finden Sie auch hier. Machen Sie das Beste aus dem ohnehin obligatorischen Marketingpaket. Die hier aufgeführten Bestandteile stellen die Basis für Ihre Besuchermarketingmaßnahmen dar.
Auf die Flatrate zur Einladung Ihrer Kunden gehe ich in den nächsten Folien noch einmal detaillierter ein. Und was Sie sich unter den verschiedenen Marketingmaterialien vorstellen können, zeigen die kommenden Folien. Eins der Marketingmaterialien ist der Besucherflyer, der in 14 verschiedenen Sprachen verfügbar ist. Diesen können Sie Ihren Besuchermarketingmaßnahmen beilegen oder auch personalisieren und beilegen. Lesen Sie im Online Service Center unter Marketing und Presse, Besucherflyer, was für Sie in Frage kommen könnte. Sie haben eine unbegrenzte Anzahl an Kundeneinladungen zur Verfügung. Diese Flatrate für Dauerkarten befähigt Sie, alle Ihre Kunden einzuladen, ohne dass weitere Kosten auf Sie oder Ihre Kunden zukommen. Integrieren Sie einen Code in Ihre Besuchermarketingmaßnahmen, um Ihren Kunden den Besuch der Messe so einfach wie möglich zu machen. Ein erster Versand von Codes erfolgte per E-Mail bereits im Juni. Sie können aber so viele weitere Codes im Online-Service-Center bestellen, wie Sie wollen. Wir stellen Ihnen auch Anleitungen bereit, die Ihren Kunden erklären, wie Sie sich eine Eintrittskarte durch den zur Verfügung gestellten Gutscheincode generieren können. Auch zu InsightsX 2019 steht Ihnen Ihr eigener Gutscheinadministrationsbereich zur Verfügung. Dort können Sie jederzeit den aktuellen Status Ihrer Einladungsgutscheine einsehen und erfahren, ob und welche Ihrer Kunden sich bereits ein Ticket aus dem Gutschein generiert haben. Entsprechend können Sie diesen Kunden für einen Termin am Messestand kontaktieren oder bei noch nicht aktiven Kunden nachfassen. Sie finden diesen Gutschein-Administrationsbereich im Online-Service-Center unter Meine Dokumente. Nach der Messe können Sie dann auch einsehen, welche Ihrer Kunden mit dem Ticket auch tatsächlich vor Ort auf der InsightsX waren. Zum Gutschein-Administrationsbereich stellen wir Ihnen ein separates Tutorial zur Verfügung, um zu illustrieren, wie Sie diesen Bereich am besten nutzen und ihn sich zum Vorteil machen könnten. Briefaufkleber sind auch Teil Ihres Marketingpakets. Diese sind dieses Jahr erstmalig zweisprachig erhältlich. Kennzeichnen Sie ausgehende Post mit einem Aufkleber, um auf Ihre Messeteilnahme und Platzierung aufmerksam zu machen. Im Online-Service-Center finden Sie eine Vorlage, die Sie downloaden können, oder bestellen Sie bei uns und wir schicken Ihnen die Aufkleber gedruckt zu. Gerne auch personalisiert mit Halle und Standnummer. Alle Varianten sind kostenfrei. All die genannten Besuchermarketingmaßnahmen finden Sie im Online-Service-Center unter Marketing und Presse. Zusätzlich finden Sie in dieser Rubrik auch noch Unterstützung für Ihre Pressearbeit und diverse weitere Werbematerialien zum Download oder auch eine Vorlage zur Gesprächserfassung. Ebenfalls unter Marketing und Presse finden Sie die Eintragsmöglichkeiten und weitere Informationen zu dem kostenfreien Gutscheinheft. Bieten Sie den Besuchern besondere Messerabatte oder Giveaways an. Gestalten Sie Ihren eigenen Coupon und platzieren Sie diesen im Gutscheinheft. Das Gutscheinheft wird im Vorfeld der Messe online zum Download für die Besucher zur Verfügung gestellt, sowie während der Messelaufzeit aktiv auf dem Messegelände verteilt. Nutzen Sie die kostenlosen Banner als digitalen Teilnahmehinweis zu InsightsX 2019 auf Ihrer Webseite, in sozialen Netzwerken, Ihrem Webblog oder in der Signatur Ihrer E-Mails. Diese können Sie mit Ihrer Hallen- und Standnummer personalisieren, um Ihre Besucher direkt an Ihren Stand zu lotsen. Gerne stellen wir Ihnen auch Logos in verschiedenen Formaten zum Download zur Verfügung. Ist doch Logo. Dann wären da auch noch QR-Codes. Auf unserer Webseite finden Sie einen generellen, der einfach auf die Startseite des Ausstellerkatalogs führt, oder genauso lässt sich hier auch etwas Individuelleres gestalten. Ein QR-Code, der direkt auf Ihren eigenen Katalogeintrag verlinkt. Was wir Ihnen auch kostenlos zur Verfügung stellen, sind verschiedene Checklisten, die Ihnen helfen, Ihre To-Dos für Ihre Messevorbereitung im Blick zu behalten. Eine davon ist speziell für das Thema Besuchereinladungen und Kommunikation. Wenn Sie aus Ihrer Messebeteiligung als Aussteller das Beste herausholen möchten, sind hier ein paar Tipps, die Ihnen dabei helfen, zwischen den anderen Ausstellern positiv aufzufallen. Was können Sie tun, dass der Kunde seine knappe Zeit in einen Messebesuch steckt? Bieten Sie ihm einen Extranutzen, etwas, was er über andere Kanäle nicht erhalten kann. Messen sind mit allen Sinnen erlebbar. Produkte können berührt und getestet werden. Menschen treffen auf Menschen.
versetzen Sie sich in Ihre Zielgruppe, teasern Sie Ihren Messeauftritt mit Neuheiten an, lassen Sie Ihre persönlichen Aspekte einfließen und nutzen Sie alle Angebote und Services der Insights X. Es gibt viele und vielseitige Methoden, auf der Messe noch zusätzlich auf sich aufmerksam zu machen. Einige Beispiele sehen wir uns nun im Bereich Besuchermarketing während der Messe an. Es stehen Ihnen verschiedene Werbemaßnahmen auf dem Messegelände zur Verfügung, die helfen, auch außerhalb Ihres Standes auf sich aufmerksam zu machen, wie zum Beispiel ein Walking Act oder eine individuelle Maßnahme auf dem Gelände. Gerne beraten wir Sie persönlich und prüfen Ihre Idee auf Umsetzbarkeit. Sie finden alle Optionen mit Preisen im Online-Service-Center im Bereich Marketing und Presse. Neu zur Insights X 2019 bieten wir Ihnen eine Produkt-Zweitplatzierung auf der neuen Sonderfläche Inspiration an. Diese ist im Übergang von Halle 1 zu Halle 3C zu finden. Ein garantierter Besuchermagnet für Ihr Produkt. Buchen Sie das Inspiration-Package, um dabei zu sein. Enthalten sind ein Eintrag in dem neuen Inspiration Guide, der eine Vorstellung der spannendsten Produktneuheiten beinhaltet, die auf der Sonderfläche Inspiration präsentiert werden. Der Guide enthält Bild- und Textmaterial von Ihnen und wird an Journalisten verteilt sowie während der Messe auch an Besucher ausgegeben. Ein Eintrag im Inspiration Guide ist aber nur möglich bei Buchung des Inspiration Packages. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Außerdem ist im Paketpreis in Höhe von 250 Euro ein elektronisches Pressefach sowie ein haptisches Pressefach in unserem Pressecenter und eine Produktintro im Online-Katalog enthalten. Des Weiteren werden wir Ihr Logo im Rahmen der Bewerbung der neuen Sonderfläche zum Beispiel auf Plakaten abbilden. Eine mehr interaktive Methode, außerhalb Ihres Standes auf sich aufmerksam zu machen, wäre zum Beispiel Aktionen oder Workshops auf der Mitmachfläche, dem Atelier, in der Insights Arena anzubieten. Für unsere Ausstellung kostenlos. Zusätzlich zum Atelier befinden sich in der Insights Arena auch ein gemütlicher Lounge-Bereich mit Catering, wo sich relaxte Business-Gespräche abhalten lassen. Die Insights X verfolgt den Ansatz, den Besucher aktiv ins Messegeschehen mit einzubeziehen. Daher ermuntern wir auch die Aussteller zu Aktionen zu mitmachen. Sei es als kostenfreie Aktion oder Workshop im besagten Atelier, der Insights Arena oder auch auf ihrem eigenen Stand, ihrer eigenen Bühne. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Publizieren Sie Ihre angebotenen Aktionen im Atelier wie auch auf Ihrem eigenen Stand in unserem Eventkalender, damit Sie Früchte tragen. Ihren Eintrag nehmen Sie über das Online Service Center vor, im Bereich Marketing und Presse bzw. Werbung und Promotions. Wenn die Messe dann vorbei ist und Sie Ihren Erfolg verbuchen können, bliebe dann noch die Messe-Nachbereitung, um alles abzuschließen. Damit Ihnen auch kein Kontakt verloren geht, sind Vorlagen wie unser Gesprächserfassungsbogen für Ihr Lead-Management hilfreich. Diese finden Sie auch im Online-Service-Center im Bereich Marketing und Presse unter Kundeneinladungen. Als Informationsquellen und Orientierungshilfe stehen wir Ihnen alle gerne zur Verfügung. Nicole Lipfert, Annemarie Ten und ich sind persönlich vorab, auf der Messe und auch danach sehr gerne noch für Sie da. Denken Sie auch an die weiteren Hilfestellungen, die wir in diesem Tutorial besprochen haben. Zum Schluss noch diese Links, die für die Planung Ihrer Messebeteiligung von Interesse sein könnten. Ich verabschiede mich nun und danke Ihnen, dass Sie mich durch dieses Tutorial begleitet haben. Wir sehen uns im Oktober.